ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Es gibt ein aktuelles Baby-Update und zwar aus dem 6. Lebensmonat. Es ist unglaublich, wie schnell sich die Kleinen jetzt entwickeln und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Dann möchte ich auch diesmal mit Größe und Gewicht. Wir hatten jetzt im 6. Lebensmonat die U5, die wurde bei Nico durchgeführt. Er ist optimal entwickelt, alles ist tipptopp. Was sich jetzt verändert hat, die letzten Male bei den U-Untersuchungen war es so, dass Nico immer im oberen Bereich der Wachstumskurve und von der Größe her lag. Jetzt ist es so, dass er genau im Normbereich liegt, also genau in der Mitte. Und er jetzt nicht mehr zu diesen großen Riesenbabys gehört, sondern normal entwickelt ist. Ja, Hauptsache er ist gesund, sage ich immer. Ja. Und Nico war bei seiner U5 68 cm lang, wog 8090 Gramm und hatte einen Kopfumfang von 44,4 cm. Wir hatten unsere U5-Untersuchung genau mit 5,5 Monaten, also es war direkt mittendrin im 6. Lebensmonat. Ich denke, Nico ist mittlerweile auch wieder schwerer und auch ein Stückchen größer geworden, denn mittlerweile befinden wir uns in der Größe 74. Ich habe die Kommode komplett umsortiert, die 68er eigentlich fast alle raus, bis auf die Sachen, die noch groß ausfallen. Aber er ist nur mal 68 cm groß und ab 69 cm trägt er sowieso die Größe 74. Und er ist ja jetzt auch nicht so schlank, dass er länger in die kleinere Größe passt, sondern er braucht dann schon relativ schnell auch die größere Größe. Er ist proper. Und ja, so wie es sein soll, so ein ordentliches, süßes, kleines Speckbaby. Ja, der 6. Lebensmonat, der war eigentlich geprägt vom 5. Schub, vom 5. Wachstumsschub. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war der heftigste Schub bis jetzt. Nico ist viel gewachsen, hat sich viel entwickelt und ihn hat das Ganze auch sehr mitgenommen. Also man hat wirklich gemerkt, er hat Schmerzen beim Wachsen. Und ja, aber er hat sich auch wirklich super entwickelt. Er kann mittlerweile auch ein wenig im Laufstall liegen und sich selbst beschäftigen. Das war vorher nämlich gar nicht der Fall. Jetzt kann ich ihm sein Mobile anmachen und er geht da mit den Händen dran und ist eigentlich die ganze Zeit am Rumdrehen und Rumrollen, ja, soweit er es kann. Also er kann halt momentan, ich glaube, nur zur einen Seite rollen. Er kann zur anderen auch, aber ich glaube, die eine fällt ihm etwas leichter. Deswegen rollt er sich eigentlich immer nur links rum, von mir aus gesehen jetzt. Und kann sich aber auch schon ein bisschen beschäftigen und zwar auch mit seiner Spieldecke, die er auch zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Hatte ich euch ja auch in meinem letzten Video gezeigt. Da ist ja so ein bisschen Elektronik mit bei, mit diesem Klavier und das gefällt ihm ganz gut. Und er versteht auch, dass er die Tasten betätigen muss, um Töne zu erzeugen. Und ja, damit spielt er sehr, sehr gerne. Und ansonsten greift er nach allem, nach jedem. Er möchte alles anfassen. Also der 6. Lebensmonat war geprägt von Anfassen, 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 Anfassen. Alles anfassen. Ja, und mit seinem Spielzeug kann er auch schon wunderbar spielen. Er greift perfekt, er weiß ganz genau, er wechselt auch von der einen Hand in die andere Hand. Das kann er auch schon optimal und wir geben ihm ja ab und zu mal ein Stückchen Gurke. Mittlerweile haben wir jetzt auch eine Möhre gegeben zum Knabbern, wegen dem Zahnfleisch, weil das alles ein wenig juckt, denke ich. Ja, das bedrückt ihn schon ein bisschen mit seinen Zähnen. Und deswegen lassen wir ihn da öfter mal dran knabbern. Ich habe ihn 6 Monate vollgestillt, beziehungsweise war es so, dass er 5 Tage, bevor er genau 6 Monate alt wurde, gezeigt hat, dass er essen möchte. Unglaublich. Ich habe immer gesagt, ich möchte warten, bis er von sich aus zeigt, dass er da Interesse dran hat, dass er da auch mal probieren möchte. Ist natürlich nicht immer so, dass Babys das zeigen, aber für mich war klar, ich will ihn auf jeden Fall 6 Monate vollstillen und wenn er dann immer noch kein Interesse hat, dann probieren wir es einfach mal. Dann gebe ich ihm einfach mal einen Brei und dann kann er probieren, ob ihm das schmeckt. Es war aber so, dass er 5 Tage, bevor er 6 Monate alt wurde, dass er wirklich gegriffen hat mit Mund auf. Und ja, sein Onkel hat ihm da etwas vorgegessen. Und zwar hat er irgendeinen Nachtisch ausgelöffelt aus einer großen Schüssel. Und der kleine Mann saß auf dem Arm von meiner Mama und hat so den Arm ausgestreckt und den Mund aufgemacht. Und der Mund ging gar nicht mehr zu. Und er war so ergriffen und so schockiert, dass er nichts abbekommen hat. Also konnte er überhaupt nicht verstehen. Und da habe ich mir gesagt, so, das ist das Zeichen, er möchte essen, er bekommt was zu essen. Gesagt, getan. Am nächsten Tag habe ich Kürbis gedünstet und püriert und er hat das erste Mal etwas gegessen und das lief einwandfrei. Es war so super. Und ich dachte mir, oha, ja, der kleine Mann, der hat Hunger. Dann habe ich ihn, glaube ich, weitere 4 Tage gefüttert oder drei oder vier Tage gefüttert. Und es wurde wirklich von Tag zu Tag schlimmer. Er hat keine Lust mehr und zunächst dachte ich mir, gut, ich muss einfach am Ball bleiben. Und dann ist mir aber aufgefallen,
dass es vermutlich an seinen Zähnen liegt. Man sieht unten schon so zwei weiße Stellen, es ist aber bis jetzt noch nichts durchgekommen. Aber er quält sich sehr doll und hat Schmerzen und hat dementsprechend auch gar keine Lust darauf, etwas vom Löffel zu essen. Ja, trinken tut er aber sehr, sehr gut an der Brust. Zwar auch etwas fester, also man merkt, der komplette Bereich des Zahnfleisches juckt, tut weh, immer abwechselnd. Und ja, deswegen war es das mit unserer Beikost. Ich werde nächste Woche wieder versuchen, mit der Beikost zu starten. Ja, allerdings habe ich ihn so auf jeden Fall 6 Monate vorgestellt, so wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt hatte. Und ja, mal schauen, wie es dann läuft. Der 5. Schub, der macht ihm so sehr zu schaffen, dass er tagsüber gar nicht mehr abgelegt werden möchte. Es funktioniert eigentlich nur, dass ich ihm sein Mobilier anmache in seinem Laufstall und mich direkt daneben setze. Ja, ansonsten ist er eigentlich am liebsten nur am Arm und ja, weil natürlich die ganzen Eindrücke, alles ist neu. Es sieht wirklich so aus, wenn wir irgendwo anders, wenn wir zu seiner Oma zu Besuch fahren oder zu der anderen Oma, dann schaut er sich um, als ob er da das erste Mal gewesen wäre. Und ich glaube, er realisiert das jetzt ein bisschen anders und es ist sehr, sehr viel. Und dadurch möchte er natürlich immer auf dem Arm sein und er ist auch unglaublich neugierig. Er möchte alles entdecken. Und deswegen, ja, wird er auch weiterhin auf dem Arm bleiben. Und generell empfinde ich es so, dass der 6. Lebensmonat der Monat war, wo er sich am meisten verändert hat. Er macht ganz unterschiedliche Töne, er macht Geräusche, nicht so, immer noch nicht so viele. Also er ist jetzt kein Brabbler. Also am Anfang hat er so viel gebrabbelt. Und das Ganze ist jetzt seit 2 oder 3 Monaten, das ist wirklich auf Eis gelegt. Aber motorisch ist er sehr weit, also fängt an den Popo hochzudrücken und, also nicht sehr weit, aber ist er weiter als jetzt mit der Stimme. Und meiner Meinung nach hat er sich im 6. Monat bis jetzt am meisten entwickelt. Ja, und das Problem war auch, dass wir uns in 6 Monaten eigentlich fast komplett im Schub befunden haben. Nachdem der Schub dann zu Ende war, lief das Ganze in Zahnschmerzen über und ja, das heißt, er ist eigentlich rundum unzufrieden. Und ja, quält sich jetzt halt mit den Zähnen. Mal schauen, wie lange das Ganze ablaufen wird. Aber das war's schon mit dem aktuellen Baby-Update. So groß ist das kleine Bärchen schon. Mittlerweile über 6 Monate alt. Falls euer Baby auch so alt ist wie Nico, würde mich ja mal interessieren, wie weit er ist, was er schon kann oder sie. Ja, und wie sich eure Babys so entwickeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.